Meine Damen und Herren, es ist 15 Uhr. Nach der verabredeten Mittagspause ist jetzt die Fortsetzung des Plenums geplant. Und ich bitte Sie jetzt, Ihre Sitzplätze einzunehmen, damit wir fortfahren können. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Mittagspause trotz Untersuchungsausschuss. Nein, wurde schon gesagt, und anderer Sitzungen und hatten einen guten Appetit. Und wir können jetzt mit der Plenarsitzung fortfahren. Auch das Geburtstagskind widerspricht, das tut mir leid. War sehr schön, das freut mich, dass der eine oder andere trotzdem eine angenehme Mittagspause hatte, die mit Arbeit verbunden war. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Vertrauen in einen verlässlichen Rechtsstaat, Drucksache 20-3540. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 83 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 54 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Aufklärung des AWO-Skandals in Frankfurt und Wiesbaden, Drucksache 20-3541. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 84 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 60 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Vertrauen in Justiz stärken. Ministerin muss Worten endlich Taten folgen lassen. Das Vorgehen nach dem Frankfurter Justizskandal, Drucksache 20-3542. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 85 und kann, wenn niemand widerspricht, ebenfalls mit Top 54 zu diesem Thema aufgerufen werden. Vielen Dank. Dann kommen wir auch jetzt formal und offiziell zu Top 54, den ich gemeinsam mit Top 83 und 85 Antrag Fraktion der SPD mit dem dringlichen Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und dem dringlichen Antrag der Freien Demokraten, die wir eben aufgerufen hatten, darf ich jetzt zunächst als Ersten Herrn Gerald Kummer von der SPD ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, wenn mir vor einem halben Jahr jemand erzählt hätte, dass wir uns heute hier mit einem der größten Justizskandale in unserem Bundesland befassen müssen, dann hätte ich damals wahrscheinlich an seiner Urteilsfähigkeit gezweifelt. Die Dimension dieses Kriminalfalls ist allenfalls in Umrissen erkennbar. Unsere Justiz, sie ist in ihren Grundfesten erschüttert. Unser Bundesland Hessen steht, und das finde ich ist auch dramatisch, zum wiederholten Male mindestens national als Skandalland da. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, muss es unsere erste Pflicht sein, dafür zu sorgen, dass dieser Skandal restlos und allumfassend aufgeklärt wird. Da darf kein Jota Restunsicherheit übrig bleiben. Warum ist das so? Warum ist dies so? Warum ist dies so? Denn nur dann und nur so wird es uns gelingen, den schweren Schaden, den unsere hessische Justiz genommen hat, wieder wettzumachen und das verloren vergangene Vertrauen wiederherzustellen. Dabei geht der eingetretene Vertrauensverlust der Öffentlichkeit weit über den Kernbereich der hessischen Justiz hinaus. Unser Staatswesen insgesamt und seine Repräsentanten, also auch wir Abgeordnete im Hessischen Landtag, egal ob in Regierungsverantwortung oder Opposition, wir alle haben unter diesem Vertrauens- und damit Ansehensverlust zu leiden. Was halten denn die ehrlichen Bürgerinnen und Bürger davon, wenn die für Recht und Gerechtigkeit stehende Justiz derart korrumpiert werden kann? Was mich und viele in unserem Land umtreibt und zu Recht wütend macht, Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht das erste Mal, dass unser Land diese Negativschlagzeilen macht. NSU-Morde, Versäumnisse um die NSU 2.0 Drohschreiben,
Der erste Mord durch einen Rechtsextremisten an einem Politiker nach dem Zweiten Weltkrieg und das mögliche Ignorieren von Erkenntnissen. Die Morde in Hanau, Missbrauch von Polizeicomputern, falsch aufgehängte Fahnen vor einer Polizeistation und die Fälle von Rechtsextremismus in der hessischen Polizei. Die Negativschlagzeilen in unserem Bundesland reißen nicht ab. Jenseits der persönlichen und menschlichen Tragödien, die durch die Taten ausgelöst wurden, bleibt immer mehr die Erkenntnis, dass die CDU-geführte Landesregierung den Aufgaben in unserem Land nicht gerecht wird und dass sie versagt. Herr Bellino, diese Skandale, und das war keine abschließende Aufzählung, diese Skandale bei Polizei und Justiz sind letztlich politisch zu verantworten. Auch das möchte ich betonen. Sie sind politisch zu verantworten. Sie haben eine politische Dimension. Sie haben eine politische Dimension. Und weil dies so ist, erwarte ich, dass die Ministerin für Justiz dies erkennt. Herr Bellino, ich habe jetzt das Wort. Zwischenrufe dürfen sein. Ja. Frau Vorsitzende, Herr Bellino darf gerne einen Zwischenruf machen, aber ansonsten welche. Bitte schenken Sie Ihre vollständige Aufmerksamkeit dem Redner. Also, diese Vorkommnisse und Skandale haben eine politische Dimension, und deswegen fordere ich die hessische Ministerin für Justiz auf, dies zu erkennen, endlich zu erkennen und die aktuelle und auch die Verantwortung für diesen aktuellen Korruptionsskandal persönlich zu übernehmen und nicht das, was sie tut, zu machen, nämlich die Verantwortung abzuwälzen auf die Staatsanwaltschaft, aus deren Reihen der verhaftete Oberstaatsanwalt kommt. Warum sage ich das? Warum sage ich das? Warum ist dies so wichtig? Kolleginnen und Kollegen, politische Verantwortung übernehmen, das ist wesentlicher Teil einer politischen Moral, ohne die eine parlamentarische Demokratie auf Dauer Schaden nimmt und letztlich nicht überleben kann. Aber wo ist diese politische Moral? Frau Ministerin, es bleibt mir nichts anderes übrig, ich hätte dies zu sagen. Ich hätte mich gefreut, wenn Sie in der Sondersitzung des Rechtspolitischen Ausschusses erklärt hätten, dass es Ihnen persönlich leid tut, dass Sie die Verantwortung dafür übernehmen, oder wenn Sie wenigstens ein Zeichen von Demut gezeigt hätten. Das wäre, glaube ich, angemessen gewesen. Frau Ministerin, auch das muss ich sagen. Es ist nicht akzeptabel, dass der Hessische Landtag und der Rechtsausschuss die Informationen nicht aus erster Hand von Ihnen, sondern aus der Presse erhielten. Daran ändert auch nichts der Ablenkungsversuch, für die Information der Presse sei die Staatsanwaltschaft selbst zuständig. Das haben Sie gesagt. Die erste Gewalt, Kolleginnen und Kollegen, das ist der Hessische Landtag. Hier in diesem Staat hat das Recht, solch gravierende Dinge direkt von Ihnen, Frau Ministerin, zu erfahren, nicht erst durch dringliche Berichtsanträge, sondern Sie sind, und das sage ich ganz deutlich, in der Bringschuld uns gegenüber aus sich heraus. Ja, auch das sage ich. Das Fünf-Punkte-Sofortprogramm in Eile geboren ist sicherlich erst einmal richtig. Aber damit hat es bei weitem nicht sein Bewenden. Wie denn auch, könnte es richtig sein, so einfach mit diesem schnellgeborenen Fünf-Punkte-Programm das Grundproblem von Korruption lösen zu wollen. Frau Ministerin, ich bin bis heute noch erschüttert über Ihre Äußerung im Rechtsausschuss bezüglich der Gutachten stehe Manipulation des Rechnungswesens nicht im Raum. Ich habe das schon einmal gesagt. Was denn sonst, falls es zu manipulierten Gutachten gekommen sein sollte? Das ist eine Manipulation des Rechnungswesens. Frau Ministerin, es erschüttert mich heute noch, ebenfalls, wenn Sie erklären, die Staatsanwaltschaft sei nicht Teil der öffentlichen Verwaltung. Sicher, Kolleginnen und Kollegen, die Staatsanwaltschaft handelt eigenständig. Das muss auch so sein. Aber sie ist nicht unabhängig, sondern weisungsgebunden. Und sie ist schon gar nicht unantastbar. Sie unterliegt auf alle Fälle den haushaltsrechtlichen Pflichten und Vorgaben und damit grundsätzlich auch dem Vier-Augen-Prinzip. Frau Ministerin, in der FAZ vom 15.08. dieses Jahres steht, und ich zitiere,
Mediziner erheben schwere Vorwürfe. Die Affäre könnte sich zu einem weitaus größeren Skandal auswachsen, steht da zu lesen. Wie stehen Sie zu den immer lauter werdenden Vermutungen, die vom inhaftierten Oberstaatsanwalt geführten Verfahren gegen Ärzte, gegen Apotheken und Kliniken seien zum Teil überzogen und aufgebläht worden? Wie stehen Sie zu dem Verdacht, die Vorwürfe seien konstruiert worden, um die Honorare für Gutachten zu steigern? Im Rechtsausschuss haben Sie erklärt, ich zitiere, die Beauftragung der Gutachten sei nicht problembehaftet. Ein zweiter Problemkreis tut sich auf. Es geht ja nicht nur um diesen Gutachter, diese Begutachtung, sondern es geht ja auch um das beauftragte Unternehmen, das die Datenauswertung gemacht hat, Datenauswertung vorgenommen hat. Dort steht ebenfalls der Verdacht oder die Vermutung im Raum, dass die aufbereiteten Daten völlig unbrauchbar gewesen seien, fehlerhaft und überteuert. Deshalb heute meine Frage, wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen? Fand denn keine Zuverlässigkeitsüberprüfung dieses Unternehmens statt? Gab es keine Qualitätsanforderungen an diesen Datenauswerter, an dieses Unternehmen, das diese Daten ausgewertet hat? Wie bereits gesagt, Sie sind der Auffassung, die Beauftragung sei nicht problembehaftet. Ich bin der Auffassung, sie ist in höchstem Maße problembehaftet. Kolleginnen und Kollegen, wenn man daraus eine Konsequenz ziehen darf oder muss, dann sage ich ganz deutlich, für die Zukunft muss es sein, dass es solche Begutachtungen oder Datenauswertungen durch Private in dieser Form nicht mehr geben darf. Dies haben zukünftig, das ist meine feste Überzeugung, staatliche Stellen oder Institute zu übernehmen, die Gewähr bieten für Zuverlässigkeit und für Neutralität. Zwei Dinge noch. Im Ausschuss, aber auch heute mit dem dringlichen Antrag aus den Reihen der CDU-Fraktion, hat die CDU-Fraktion ein nicht geglücktes Ablenkungsmanöver versucht. Sie pries damals schon und auch heute wieder die Tatsache, dass es der Staatsanwaltschaft Frankfurt gelungen sei, unbemerkt 9 Monate gegen den Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt zu ermitteln. Ja, das ist einerseits gut so, dass das gelungen ist. Aber Kolleginnen und Kollegen, das sollte doch eigentlich Normalität sein und eher eine Selbstverständlichkeit. Zweitens, wir fordern nach wie vor, dass der Hessische Rechnungshof als die, und das unterstreiche ich mindestens dreimal, als die kompetente und neutrale Prüfinstanz in unserem Land in die Überprüfung der Strukturen mit einbezogen wird. Nicht, wie Sie mir im Ausschuss unterstellt hatten, etwa in die Ermittlungen. Das weiß ich selbst, dass das unmöglich ist. Das wird ja nie fordern. Aufgabe des Rechnungshofs muss es sein, die Strukturen zu überprüfen und wohl auch die Frage, ob das, was Sie jetzt als Sofortprogramm auf den Weg gebracht haben, ausreicht. Und er wird zu überprüfen haben, wie hoch der monetäre Schaden aus diesem Skandal zu taxieren ist und wer dafür letztendlich gerade zu stehen haben wird. Lassen Sie mich zum Schluss noch 2 Fragen stellen, Kolleginnen und Kollegen, auch an die Ministerin. Wie stellen Sie sicher, dass es bei diesem zufällig ans Licht geratenen Skandalfall es sich wirklich um einen Einzelfall handelt? Und wie schützen Sie die vielen Tausenden redlichen und ehrlich Beschäftigten bei Justiz und Polizei vor ungerechtfertigten Anfeindungen und Verdächtigungen? Kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, Frau. So. Ich danke erst einmal für die Aufmerksamkeit und ich habe versucht, die Zeit einzuhalten. Meine Damen und Herren, als nächstes hat sich Frau Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
So viel zielgerichtete kriminelle Energie hätte sich von uns keiner im Bereich Justiz vorstellen können. Und doch ist es ein Fall, der vorgekommen ist. Ausgerechnet derjenige, der schon 2008 einen langen Beitrag in der NJW über Betrug und Korruption im Gesundheitswesen geschrieben hatte, wo zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich vielleicht er selber schon da involviert war. Derjenige, der hat sich als Saubermann generiert, trat immer sehr korrekt auf, hatte ein großes Ansehen in verschiedenen Bereichen. Und eben dieser hat genau in diesem Auftrag, in diesem Bericht schon genau den Weg aufgezeigt, wie es gehen könnte und wo man hinschauen soll. Wie verrückt, wie perfide ist dieses System und wie geschlossen ist das ineinander. Und deswegen finde ich das, was der Herr Kummer eben gesagt hat, in vielen Dingen nicht richtig. Werde ich aber gleich erläutern. Auf jeden Fall ist in diesem Bericht auch nachzulesen, dass er bereits das Unternehmen benannt hat, das da jetzt vermutlich involviert war. Im Großen und Ganzen ist es einfach unvorstellbar. Was uns aber beruhigt, und da bin ich komplett anderer Meinung, was uns beruhigt, was mich beruhigt, ist die erfolgreiche verdeckte Ermittlung, die letztendlich zur Untersuchungshaft führte. Und die Tatsache, dass Justiz, also Kollegen und Kolleginnen und Polizei monatelang verdeckt und verschwiegen Beweise gesammelt haben. Und das wiederum verdient, finde ich, unsere Anerkennung und beweist, dass das Vertrauen in Justiz vollkommen gerechtfertigt ist. Immerhin, und das ist überhaupt nicht kleinzureden, hat es die Staatsanwaltschaft geschafft, ein unabhängiges Gericht davon zu überzeugen, dass dieser Staatsanwalt inhaftiert werden muss. Und diese Leistung sollte keiner von Ihnen hier kleinreden. Und wir finden es natürlich grundsätzlich richtig, dass die Maßnahmen, die in unserem Antrag auch beschrieben sind, sofort umgesetzt sind. Es ist auch richtig, dass es nicht dabei bleiben muss. Es ist aber wichtig, dass eben genau diese Dinge sofort gemacht werden. Ich nenne nur das Vier-Augen-Prinzip bei Gutachterbestellungen und Einstellung der Zahlungen an betreffende Unternehmen etc. Und natürlich ist es besonders wichtig, auch in Zukunft diese Punkte zu identifizieren, wo ist Korruption möglich. Auch dem werden wir uns in der nächsten Zukunft widmen müssen. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir alle arbeiten daran, dass das Vertrauen in die Justiz erhalten bleibt. Und diese Säule der Gewaltenteilung, die die Grundlage unserer Verfassung ist, ist ganz besonders wichtig. Und das macht auch deutlich, dass die Sorgfalt, die wir im Richterwahlausschuss in der Vorauswahl für hessische Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte so wichtig ist. Und was meint die FDP mit ihrer Bezeichnung Kontrollmechanismus umgangen? Das verstehe ich nicht. Bitte ich noch einmal um Aufklärung. Und was meint der Kollege vor mir mit Abwälzen auf die Staatsanwaltschaft? Genau das Gegenteil ist passiert. Genau das Gegenteil von dem, was Sie beschrieben haben, ist passiert. Und wenn hier einer Anfeindungen und Verdächtigungen äußert, dann sind Sie das, weil Sie nämlich vorher die Staatsanwaltschaft in Generalverdacht gebracht haben. Und so sage ich, wir werden weiter daran arbeiten, wir werden weiter Vertrauen haben, aber wir werden auch weiter hinschauen. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Herr Dr. Wilken von den Linken zu Wort gemeldet. Vielen Dank, dass Sie das so professionell das Rednerpult immer desinfizieren. Vielen Dank. Genau, wenn wir danach dann die Papiere auch noch einmal föhnen könnten, würde es auch helfen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
Sehr geehrte Volksvertreterin des Problembundeslands in Sachen Polizei und Justiz. Das war ein Zitat aus dem SPD-Antrag. Der Rechtsstaat in Hessen ist offensichtlich unter Druck. In der Gemengelage zwischen Rechtsextremisten in der hessischen Polizei, dem Versagen der Behörden im Zusammenhang mit dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, den vergeigten Ermittlungen rund um die Drohschreiben seitens NSU 2.0, gehört jetzt auch noch ein Korruptionsskandal in der Staatsanwaltschaft. Ausgerechnet eine Korruptionsaffäre in der Staatsanwaltschaft, die Korruption im Gesundheitswesen verfolgen sollte. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Regierungsfraktionen, Sie kommen in Ihrem Antrag zu dem Schluss, ich zitiere aus Ihrem Antrag, der Rechtsstaat funktioniert. Meine Damen und Herren, geht's noch? Hut ab vor Ihrer Effizienz, Zielgenauigkeit und Geschwindigkeit, dass Sie just eine Minute, bevor wir diesen Tagesordnungspunkt gerade aufgerufen haben, nach wochenlangen Reden darüber, Berichten in den Medien, einer Sondersitzung des Rechtsausschusses, den SPD und wir beantragt hatten, eine Minute bevor dieser Tagesordnungspunkt hier aufgerufen wird, wird dann ein Antrag von Ihnen auf die Tagesordnung genommen. Das nenne ich zielgenau, Hut ab dafür. Mal unabhängig von der Lobhudelei, die Ihren Anträgen ja sowieso immer inne liegt und leider, muss ich sagen, auch der Justizministerin eigen ist, will ich mal deutlich machen. Was jetzt geschehen muss, ist, Verantwortung dafür zu übernehmen, was schiefgelaufen ist, klarzulegen, was geändert werden muss. Und dazu muss eine schonungslose Offenlegung aller Verfehlungen, die bisher schon bekannt sind. Und ich schließe mich meinem Vorredner an. Wir wissen wahrscheinlich noch gar nicht mal alles, was bekannt ist. Das muss trotzdem schonungslos offengelegt werden und vor allen Dingen dann verändert werden. Und ich sage noch einmal ganz deutlich, Frau Ministerin Kühne-Hörmann, politisch ist das Ihre Verantwortung. Es geht nicht um die Unabhängigkeit der Justiz, sondern es geht um Ihre Aufsichtsverantwortung für die Staatsanwaltschaft. Der jetzt in Untersuchungshaft sitzende Oberstaatsanwalt Alexander B. hat von seinen eigenen Ermittlungen finanziell profitiert. Und dass das möglich war, das ist eine Frage der Organisation innerhalb der Staatsanwaltschaft gewesen. Stichwort, es ist schon gefallen, das Vier-Augen-Prinzip. Meine Damen und Herren, wenn Sie mir jetzt aufschreiben oder uns allen aufschreiben, das war für Sie vollkommen überraschend und undenkbar, dass so jemand korrupt wird. Na, entschuldigen Sie mal bitte, genau deswegen ist im internationalen Maßstab das Problem Korruption erkannt. Und eine Maßnahme, um das abzuweisen, ist das Vier-Augen-Prinzip bei der Vergabe von Aufträgen. Warum wurde das hier in Hessen nicht angewendet? Das müssen Sie einmal erklären. Und ich sage noch einmal ganz deutlich, die Verantwortung hierfür liegt ganz klar im Justizministerium und damit am Ende bei Frau Kühne-Hörmann. Wir brauchen hier viel transparentere Verfahren. Nun weiß ich auch, dass so mit der Transparenz in der CDU zwei Welten begegnen sich nach wie vor ist. Nun wissen wir auch, bei der Polizei weiß keiner so, wer welche Datenabfragen macht. Und jetzt haben wir festgestellt, so in der Staatsanwaltschaft weiß man 15 Jahre lang nicht so wirklich, wieso immer wieder dasselbe oder das überhaupt immer wieder dasselbe Unternehmen beauftragt wird.
Das ist ungefähr das andere Ende von Transparenz. Deutlicher will ich da nicht werden. Aber wir müssen, und das ist unsere Aufgabe als erste Gewalt in diesem Staat, wir müssen auf diese strukturellen Probleme hinweisen, und wir müssen ganz klar sagen, wer heute noch vermutet, das sind bedauerliche Einzelfälle, der hat den Schuss nicht gehört. Dieses Wort will ich auch in diesem Zusammenhang nie wieder hören. Wenn keine Kontrollmechanismen vorhanden sind, dann muss ich noch nicht mal Kontrollmechanismen umgehen und dann die Vermutung auszusprechen. Das wäre ein Einzelfall, wenn man davon profitiert, dass es Kontrollmechanismen nicht gibt, der ist blauäugig oder ich weiß nicht, mehr sage ich lieber nicht. 15 Jahre konnten diese Machenschaften andauern und würden auch immer noch andauern, das muss man in dem Zusammenhang ja auch noch einmal sagen, wenn nicht aus dem privaten Umfeld des Beschuldigten eine Anzeige erfolgt wäre. Es ist ja nicht so, dass innerstaatsanwaltschaftliche Ermittlungen das aufgedeckt hätten, sondern es ist eine Anzeige aus dem privaten Umfeld des Beschuldigten gewesen. Uns ist auch klar, die Ermittlungen laufen noch, aber wir müssen doch jetzt die Frage stellen, inwieweit die Möglichkeit der Bereicherung an einem Verfahren auch Einfluss hatte auf die Verfahren bzw. den Abschluss des Verfahrens. Es ist nun einmal Wesensbestandteil von Korruption, dass man versucht, Fälle herzustellen, an denen man verdienen kann. Und deswegen muss dringend überprüft werden, ob die bereits abgeschlossenen Verfahren wieder aufgenommen werden müssen. Es müssen Zeugenvernehmungen bei den damaligen Beschuldigten erfolgen, deren Verteidigern. Es heißt ja auch in den Medien zumindest, dass Alexander B. Druck ausgeübt habe, damit die Beschuldigten der Einstellung von Verfahren mit Auflagen zustimmen. Wir wollen, dass das dringend aufgeklärt wird, damit auch an der Stelle kein Zweifel bleibt, dass irgendwann hoffentlich mal wieder die hessische Justiz funktioniert. Die erstatteten Gutachten müssen selbstverständlich inhaltlich geprüft werden, um den ganzen Schaden zu ermessen. Auch hier muss Licht in das Dunkel. Und ich schließe mich der SPD voll inhaltlich an, um den ganzen Schaden zu ermessen, der auch der Staatskasse entstanden sein kann durch überteuerte oder vielleicht auch unnötige Gutachten bzw. Gutachtenerstattung, fordern auch wir das Einschalten des Landesrechnungshofs. Meine Damen und Herren, ein letzter Gedanke. Bei all dem, was uns jetzt klar bewusst wird, was wir für ein Problem mit der Gutachterbeauftragung mindestens des Alexander B. haben, will ich ganz deutlich sagen, ich stelle nicht das Gutachterwesen prinzipiell infrage. Da unterscheiden wir uns von der Position, die Herr Kummery vorgetragen hat. Aber wir müssen sicherstellen, dass die Gutachtenvergabe sauber erfolgt und dass sich dann die Gerichte, die aufgrund der Gutachten urteilen, sich auf die Sauberkeit und inhaltliche Richtigkeit der Gutachten verlassen können. Das muss wiederhergestellt werden. Ich bedanke mich. Als nächstes darf ich Herrn Heinz von der CDU nach vorne bitten. Sie warten auch noch ab. Genau. Unsere Gesundheit wird geschützt. Vielen Dank. Herr Heinz. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nach der Erschütterung, die immer tiefer wurde, irgendwann bis in den Erdboden des Landtags oder unten drunter in die heißen Quellen von Herrn Kummer, hat ja eben Herr Dr. Wilken eine fast schon für seine Fraktion staatstragende Rede gehalten. Zumindest am Ende stimme ich mit ihm überein, wir sollten die Gutachterpraxis an Gerichten nicht grundsätzlich infrage stellen, wie das der Kollege von der SPD gemacht hat. Die ist in den Strafverfahren in sehr vielen Bereichen durchaus üblich. Und ich will mir auch nicht die Justiz vorstellen, wo es ein Amt für alle möglichen Fragen gibt, die im Strafprozess jemals virulent werden können. Das könnte auch die starke hessische Justiz, die wir haben, selbst die könnte das nicht leisten. Nun aber, worüber sprechen wir heute? Ich glaube, es besteht breites Einvernehmen. Wir sind erschüttert über
den Sachverhalt, in dem wir uns jetzt in zwei Sitzungen des Rechtsausschusses schon sehr intensiv beschäftigt haben. Wir haben einen Oberstaatsanwalt, der mit einem vorher nicht vorstellbaren Maß an krimineller Energie und zusammen mit einem Schulfreund ein perfides System aufgebaut hat, wo sich gegenseitig die Aufträge zugeschoben haben und auch die Geldzahlungen so geschickt verschleiert haben, dass der Oberstaatsanwalt dann nach allem, was wir wissen, dann mit der Eurocheck-Karte von seinem Kompagnon dann das Geld am Automaten abhebt. Dass ein Mann, der wie kaum ein anderer für den Rechtsstaat eigentlich stehen sollte, so die Seite wechselt und auf die Seite des Verbrechens überwechselt, das war aus meiner Sicht, mir jetzt 10 Jahre im Rechtsausschuss, so vorher nicht vorstellbar, beim allen besten Wissen und Gewissen. Und wenn man das sieht, was auch schon mal als schlechter Krimi bezeichnet wurde, dann müssen wir doch, und da widerspreche ich sowohl Dr. Wilken als auch Herrn Kummern vehement, müssen wir doch festhalten, dass am Ende der Rechtsstaat funktioniert. Den sollten wir hier nicht in Grund und Boden reden, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Der Rechtsstaat funktioniert, denn was einen freien, freiheitlichen, funktionierenden Rechtsstaat von einem Unrechtsstaat und von einem dysfunktionalen Rechtsstaat unterscheidet, ist nicht die Frage, ob es im System Vergehen und Verbrechen gibt, sondern die Frage ist, wieso ein Staat mit solchen Vergehen und Verbrechen am Ende umgeht. Im unfreien Staat und im nicht mehr funktionierenden Rechtsstaat wird es irgendwie unter den Teppich gekehrt und kommt nie raus. In dem Fall, wie auch immer es zur Anzeige gebracht wurde, dem wurde nachgegangen. Und Staatsanwälte haben gegen einen Kollegen sozusagen gegen die vorgesetzte Behörde, einen Kollegen der vorgesetzten Behörde ermittelt und haben erreicht, dass derjenige in Frankfurt, oder dass er inzwischen in U-Haft sitzt und nach allem, das können wir nur vermuten, mutmaßlich dann auch sauber abgeurteilt wird. Und ich möchte auch widersprechen, dem Vorwurf, es sei nicht ausreichend gehandelt worden. Sie haben es in 2 Ausschusssitzungen gehört, über mehrere Stunden hinweg. Die Justizministerin hat nach Kenntniswerden unverzüglich gehandelt. Das 5-Punkte-Maßnahmenpaket ist schon angesprochen worden. Ganz besonders hervorheben möchte ich die Stabsstelle Innenrevision, die sich genau mit den Fragen allen beschäftigt, die hier eben aufgeworfen wurden, wo in Abrede gestellt wurde, dass dem nachgegangen wird. Was soll denn diese Stabsstelle Innenrevision machen? Die wird insbesondere an der Schnittstelle zwischen Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung tätig sein und wird genau alle Bereiche untersuchen, die korruptionsanfällig sind, noch einmal untersuchen, auch im Lichte der Erkenntnisse, die man aus dem aktuellen Verfahren eben gewonnen hat. Und dieses Maßnahmenpaket, ich erspare mir jetzt noch einmal die komplette Aufzählung, weil wir wirklich über Stunden direkt darüber gesprochen haben, wird auch viele weitere Bereiche beleuchten. Selbstverständlich wurde auch diese Zentralstelle für Medizinwirtschaftsrecht abgewickelt inzwischen und vieles andere wird in der Folge eben auch angegangen. Deshalb bei aller berechtigten Empörung über diesen Vertreter des Rechtsstaats, der auf die Seite des Unrechts gewechselt ist, wir sollten und wir dürfen unsere Justiz nicht schlecht reden. Sonst, wenn wir das als Parlamentarier schon tun, fangen es irgendwann auch Bürger an zu glauben. Und dazu gehört auch das, was immer wieder auch von anderen Fraktionen des Hauses in Abrede gestellt wird, was aber wahr ist, dass in den letzten Jahren die Ausstattung der Justiz immer besser geworden ist. Über Jahre hinweg haben wir ein Aufbauprogramm gefahren, was man in den Jahren zuvor, glaube ich, seinesgleichen gesucht hat. Wir haben immer mehr Stellen, wir haben eine bessere technische Ausstattung. Und da Sie ja die Justizministerin auch persönlich hier mehrfach angegangen sind, seit Eva Kühne-Hörmann Justizministerin ist, ist ein vorheriges Abbauprogramm gestoppt worden und umgekehrt worden in ein Stellenaufbauprogramm und ein Programm zur Stärkung der hessischen Justiz. Auch das zählt ja zur Wahrheit. Und die Justiz hat ihre Handlungsfähigkeit auch gerade in den letzten Monaten bewiesen. Eben wurde ja so getan, dass der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert, dass der Rechtsstaat erodiert. Es gibt ja viele Bereiche in unserem Staatswesen, wo ich mir ein besseres Tätigwerden in den letzten Jahren gewünscht hätte. In Frankfurt konnten Sie über Wochen und Monate kein Auto mehr zulassen, was mir kein Mensch erklären konnte. Weil die Herr Rudolph, hören Sie mal zu, oder in Frankfurt beispielsweise, weil die Kfz-Zulassung war über Wochen und Monate dort und funktioniert, was einige Händler einem sagen, bis heute nicht vernünftig, was mir niemand erklären konnte. Als eins von vielen Beispielen. Hören Sie mal zu, das war so einer der wenigen Bereiche in unserem Staatswesen, der durchgehend und hervorragend gearbeitet hat, war die hessische Justiz. Die hat sogar Rückstände bei Verfahren abgearbeitet. Und ich möchte auch etwas zur Auswahl noch sagen unserer Richterinnen und Richter. Ich habe jetzt seit 7 Jahren das Vergnügen, Mitglied im Richterwahlausschuss zu sein. Das ist eine hessische Besonderheit, transparenter geht es gar nicht, wie man in Hessen Richter oder Staatsanwalt wird. Wir haben ein eigenes Gremium durch die Landesverfassung eingerichtet, im Erkenntnis der
im Erkenntnis der vorherigen Schreckensherrschaft hat man 1946 in die Hessische Verfassung geschrieben, dass wir in einem eigenen Wahlausschuss unsere Richter auswählen, wo Abgeordnete von Regierungs- und Oppositionen zusammenkommen und auch Vertreter der eigenen Gerichtsbarkeiten. Zugespitzt hat dort das Regierungslager bei Weitem noch nicht mal die Mehrheit. Das heißt, da sitzt ein Kreis von 13 Personen beisammen, die Richterinnen und Richter und auch die künftigen Staatsanwälte auswählt. Die werden 3,5 Jahre erprobt. Die sind vorher durch mehrere Bewerbungsgespräche gegangen, haben hervorragende Staatsexamina vorzuweisen, werden permanent beurteilt, auch stärker und häufiger und strenger als in anderen Bereichen, beispielsweise der Verwaltung, sodass man unterm Strich sagen kann, wir haben dort wirklich hervorragende Menschen. Und unter diesen vielen, vielen Tausend war jetzt ein schwarzes Schaf darunter. Das ist sehr schmerzlich. Das schmerzt niemanden mehr als mir. Und ich glaube auch die Justizministerin, für die ist wahrscheinlich noch schmerzlicher als für mich. Aber ganz am Ende muss man sagen, das sollte nicht vorkommen, aber das kann auch in einem Rechtsstaat vorkommen. Das Gute ist, dieses schwarze Schaf ist enttarnt. Das ist im Moment dort, wo es hingehört, nämlich zwar auf Staatskosten, aber hinter Gitterstäben untergebracht. Und ganz klar ist, es gibt kein Versagen des gesamten Systems. Noch gibt es Fragen, die Unabhängigkeit der Justiz oder auch der Staatsanwaltschaften in Frage zu stellen. Wir wollen auch. Herr Heinz, lassen Sie eine Frage des Kollegen Dr. Wilken zu? Es gibt auch keinen Grund, weil es auch zumindest im Ausschuss immer wieder aufkam, in Rede zu stellen, ob die Staatsanwaltschaft künftig Einzelweisungen erhalten soll. Auch da bin ich strikt dagegen. Wir müssen uns bei so einer Debatte auch schon die Frage stellen, welche Justiz wollen wir? Und um es ganz klar zu sagen, ich selbst, aber auch die gesamte CDU-Fraktion will keine Justiz und auch keine Staatsanwaltschaft, die permanent Weisungen im Einzelfall durch das Ministerium unterliegt. Das gehört auch zur Debatte dazu. Und jetzt, Herr Heinz, Sie haben mich jetzt gerade irritiert. Ich habe Sie gerade so verstanden, dass es nur allzu menschlich ist, dass es auch mal vorkommen kann, wenn das ein Staatsanwalt ein schwarzes Schaf sich entpuppt. In Ihrem Antrag formulieren Sie aber, dass es unvorstellbar war, dass so etwas geben könnte. Was gilt denn nun? Und wenn Sie auch die Auffassung haben wie ich, dass die Staatsanwaltschaft da eben nicht über jeden Zweifel erhaben ist, warum haben Sie nicht andere Maßnahmen befürwortet? Herr Dr. Wilken, da haben Sie das beliebte rhetorische Stilmittel des bewussten Nichtverstehens haben Sie jetzt angewendet als alter Fuchs hier im Parlament. Aber Sie müssen schon richtig zuhören und richtig lesen. Richtig ist natürlich, dass es bisher unvorstellbar war aus Sicht eines jeden Rechtspolitikers, dass so etwas vorkommt, dass aber im Lichte der heutigen Erkenntnis natürlich klar ist, dass es auch in der hessischen Justiz oder überhaupt in der Justiz und unter Top-Juristen natürlich einen Kriminellen geben kann. Es war in der Vergangenheit unvorstellbar. Heute wissen wir was anderes und wir wissen, es kann auch dort vorkommen. Und deshalb ist ja die Conclusio, die wir auch gezogen haben in zwei intensiven Rechtsausschusssitzungen, dass es das richtig ist, was die Landesregierung, namentlich die Ministerin, jetzt tut, eben noch genauer hinzuschauen als bisher. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Okay. Ich halte das für ein freundliches Nicken. Ja, meine Damen und Herren, man lernt immer wieder dazu, auch als Rechtspolitiker. Es gibt Vorgänge, die wir uns alle nicht wünschen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen jetzt gezogen haben und die ziehen. Ich glaube, es wird uns auch noch dieser ganze Sachverhalt, das sind wir gar nicht im Streit, wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Wir werden uns da weiter unterrichten lassen und werden schauen, dass die Maschen und die Sicherungsnetze dort noch enger gezogen werden. Aber bei aller berechtigten Empörung, lassen Sie uns eins nicht tun, lassen Sie das gute Ansehen der Justiz nicht als Gänse hier in den Dreck ziehen oder nach unten ziehen. Die Richterinnen und Richter und auch alle anderen Tätigen in der Justiz haben das nicht verdient. Herzlichen Dank. Als nächstes erteile ich Herrn Schenk von der AfD das Wort, wenn unser Rednerpult wieder desinfiziert ist. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Korruptionsskandal rund um die Vergabe medizinischer Gutachten an ein Privatunternehmen hat einen mindestens 15 Jahre andauernden Vorlauf. Dankeschön. Unabhängig vom Ergebnis der strafrechtlichen Verfolgung gilt es hier, die Versäumnisse und Unterlassungen der Landesregierung respektive der verantwortlichen Ministerin, Frau Kühne-Hörmann, näher zu untersuchen.
Wieso konnten jahrzehntelang sogenannte Fachgutachten zum Medizincontrolling durch die Zentralstelle zur Bekämpfung von Vermögensstraftaten und Korruption im hessischen Gesundheitswesen bei der Generalstaatsanwaltschaft an immer dieselbe private Drittfirma vergeben werden, frage ich. Ich frage Sie, sind diese Fachgutachten nicht viel eher Ermittlungsaufträge in Strafsachen? Denn es geht doch um die Aufdeckung und Aufklärung von Vermögensstraftaten und Korruptionsdelikten im Rahmen manipulierter Buchhaltung und Ähnlichem. Dies erscheint aus unterschiedlichen Gründen äußerst bedenklich. Denn Ermittlungen in Strafsachen sind grundsätzlich hoheitliche Aufgaben von Staatsanwaltschaft, Polizei oder Finanzverwaltung. Dritte sollten nicht als Hilfsorgan zur staatlichen Rechtspflege bzw. Ermittlungstätigkeit missbraucht werden. Anders sieht das aus jetzt in Verkehrsgutachten und solchen Dingen. Zudem besteht die Besorgnis, dass hochsensible persönliche Firmendaten, firmeninterne Daten an Dritte außerhalb der Justiz gelangen, was in Konflikt zum Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutzgrundverordnung stehen dürfte. Bei einer Auftragsvergabe an Externe besteht immer erhöhte Gefahr von Korruption, wie im vorliegenden Skandal offensichtlich belegt. Des Weiteren verstehen wir nicht, warum die Landesregierungen und jetzt Sie, Frau Ministerin, in den letzten 15 Jahren keine Maßnahmen ergriffen haben, um diesen Missstand in der Justiz wirksam abzustellen und der Missbrauchsgefahr endlich entgegenzuwirken. Ihre Antwort auf Kleine Anfragen vom Februar dazu, wo Sie anführten, dass es für die Justiz schwer möglich sei, entsprechendes Fachpersonal wegen der hohen Vergütung in der Privatwirtschaft zu bekommen, ist keine Rechtfertigung zur Billigung dieses unhaltbaren Zustandes. Verehrte Damen und Herren, stellen wir uns hier und jetzt die Frage, was hat nicht nur diese Landesregierung und Frau Ministerin, sondern auch ihre Vorgänger versäumt zu tun? Dann heißt die Antwort, Sie haben die ganze Zeit wenig bis nichts in Sachen Korruptionsprävention und Bekämpfung gemacht. Und dies ist ein weiterer Skandal, ein Skandal im Justizministerium. Das Sprichwort heißt, der Fisch stinkt vom Kopf. Den wollen wir jetzt mal zuwenden. So bestand schon 1998 eine gemeinsame Maßnahme des Rates der EU zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption. Am 22. Juli 2003 nahm der Rat der Europäischen Union den Rahmenbeschluss 2003/568/JI zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor an. Hier wurden verbindliche Vorgaben der EU für die Korruptionsbekämpfung in diesem Bereich geschaffen und die Mitgliedstaaten zur Einführung entsprechender Straftatbestände angewiesen. Dort heißt es in Artikel 9 wörtlich: Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um diesem Rahmenbeschluss vor dem 22. Juli 2005 nachzukommen. Hätte man da nicht frühzeitiger und nicht erst im November 2019 eine hessische Korruptionsrichtlinie aufstellen können, Frau Ministerin? Notgedrungen und wegen der laufenden Ermittlungen wurde schnell noch diese Korruptionsrichtlinie verabschiedet. Anders ist es ja nicht zu erklären. Andere waren da sehr viel schneller, so wie Bayern 2004, Niedersachsen 2008, Brandenburg 2011, Berlin 2012, Baden-Württemberg 2013 und Westfalen 2014. Alle diese Bundesländer haben schon seit langem eine solche Richtlinie mit Korruptionsbeauftragten, die gefährdete Bereiche identifizieren und entsprechende Maßnahmen treffen. Sind vielleicht die Verantwortlichen der Innenrevision bei der Generalstaatsanwaltschaft Mitschuld an der Misere? Denn Sie waren es, welche es unterließen, geeignete Kontrollmechanismen zur Unterbindung des Geschäftsmodells des Oberstaatsanwaltes Herrn B. in das System einzubauen. Ist vielleicht auch der Richterbund und die Richter, die die Einstellung der Verfahren nach § 153a StBO der betroffenen Klinikunternehmen Freigaben Mitschuld an dieser Misere? Ist vielleicht auch die hessische Justizministerin persönlich Mitschuld an dieser Misere? Das ist hier die Frage. Denn in der gemeinsamen Maßnahme des Rates der Europäischen Union vom 22. Juli 2003 ist geregelt, dass eine Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung
und Prävention für das Land Hessen zu schaffen ist. Es müsste vor allem sichergestellt sein, dass es ein Kontrollorgan gibt, hier die Innenrevision der Generalstaatsanwaltschaft, die präventiv tätig ist. Das alles wurde von Ihnen versäumt, Frau Ministerin, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus